Die Teuerungsraten für Verbraucher steigen. Dennoch wollen sich die europäischen Währungshüter davon nicht zu einem schnelleren Ausstieg aus der Billiggeldpolitik drängen lassen. Nach wie vor halten sie die Inflationsentwicklung für ein vorübergehendes Phänomen. Kritiker werfen der Notenbank vor, mit dem billigen Geld die Inflation zusätzlich anzuheizen. Wir blicken an die Börse nach Frankfurt auf den Bankenkongress. Diese Woche stand hier in Frankfurt ganz im Zeichen der Finanzwirtschaft. Jedes Jahr im Spätherbst trifft sich das Who is Who der Finanzbranche zur Euro Finance Week. Man hat viel diskutiert und die Woche endet mit dem Europäischen Bankenkongress. Und dabei sind auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Das wird dann sein letzter Bankenkongress in dieser Funktion sein. Und die Banken, die gaben sich schon wirklich sehr geschlossen und haben auch gegen die Nullzinspolitik der EZB geschossen. Also es könnte ungemütlich werden für Frau Lagarde. Wir wollen aber auch jetzt über die Situation der deutschen Banken sprechen, die ja einiges hinter sich haben in den letzten Jahren. Und dazu begrüße ich jetzt Professor Andreas Hacketal vom Leibniz-Institut SAFE. Schön, dass Sie da sind, Herr Hacketal. Ja, wo stehen denn die deutschen Banken? Die brüsten sich ja oder können vorweisen zum ersten Mal seit langem wieder Gewinne. Ist jetzt alles wieder gut? Es geht aufwärts, in der Tat. Die letzten Ergebnisse deuten darauf hin, dass einige Banken mal wieder Gewinne übers Jahr schreiben. Allerdings, das ist das Kurzfristige. Langfristig schaut man auf die Marktbewertungen. Und die zeigen ja, was der Markt glaubt, wie es langfristig weitergeht, sind die noch immer weit unter dem Buchwert. Und das heißt, der Markt glaubt noch nicht dran, dass die langfristige Wende geschafft ist. Schauen wir trotzdem auf das, was schon geschafft ist, nämlich viele Hausaufgaben wurden schon geschafft. Also man hat versucht, die Kosten zu senken, man hat Tausende von Jobs dabei auch gestrichen. Also für die Mitarbeiterinnen sind es wirklich sehr, sehr harte Zeiten. Bei der Digitalisierung, da gibt es wohl noch einiges zu tun. Und tatsächlich haben ja im letzten Jahr ganz viele zu Aktien gegriffen, vor allen Dingen junge Leute. Und wo haben sie das getan? Bei den Neo-Brokern. Und das sind zum Beispiel Trade Republic, Scalable, Smart Broker, Finanzennet. Was macht das für die Banken aus? Sind die wirklich schon so weit, dass man sagen kann, wow, da ist eine echte Konkurrenz? Ja, das ist erstmal eine spannende Frage. Warum haben die denn in so relativ kurzer Zeit diese Marktanteile gewonnen? Plötzlich sind die Deutschen Anlegerinnen und Anleger geworden. Das hat viele Gründe. Aber eines, was die richtig verstanden haben und wo sie die Show gestohlen haben, ist, wie bediene ich die Kundin, gerade wenn es um sowas geht wie Komplexität und Aktienanlage. Man macht es extrem einfach. Man macht das zeitschonend und auch noch schick. Und das haben die Begriffe wunderbar umgesetzt. Die Börse schaut ja nicht so begeistert auf die Bankaktien, um mal eine Hausnummer zu geben. Die Banken, die jetzt gerade auf der Euro Finance Week sind, die haben in den letzten 5 Jahren 40 Billionen Euro an Marktwert verloren. Eine Summe, die man sich wirklich überhaupt nicht vorstellen kann. Das heißt, glaubt die Börse nicht mehr an die Bankbranche? Ist die Bankbranche marginalisiert? Die gesamte Finanzbranche ist im Umbruch. Interessanterweise erst jetzt, wenn man so ganz langfristig schaut, ist da gar nicht viel passiert. Es gibt das Bonmot, die letzte große Innovation war der Geldautomat. Das mal symbolisch. Das heißt, da ist so viel Veränderungsdruck. Und die Frage ist, wer wird diese Chancen durch die Digitalisierung ergreifen? Und da setzt der Markt tatsächlich momentan auf Technologieanbieter und vielleicht sogar die ganz Großen. Und die Banken, da sagt man, ja, die haben eine Chance, nicht alle. Ja, einige werden zu den Gewinnern gehören. Das heißt, es wird ein ganz spannendes Spiel über die nächsten Jahre. Aber die Banken haben sehr wohl Chance, weil sie eben diese angestammten Stärken haben, die man nicht so einfach nachbauen und übertragen kann. Nicht mal auf die großen Tech-Firmen. Die Banken haben schwer geschimpft über die EZB, fordern höhere Zinsen, auch mit Blick auf die Inflation. Ist das etwas, was den Banken hilft, höhere Zinsen? Höhere Zinsen werden den Banken helfen, weil sie ja die niedrigen Zinsen auf der Einlagenseite nicht durchdrücken können. Das heißt, die Marge ist so schmal. Wenn die Zinsen hochgehen, dann wird die Zinsmarge für die Banken steigen. Das erklärt natürlich auch, warum sie ein Interesse daran haben, dass die EZB nun ein bisschen anzieht. Seit Anfang des Jahres ist die Grundrente in Kraft getreten und sie soll all denen helfen, die mit wenig Altersgeld über die Runden kommen müssen. Ihre Rente wird durch die Grundrente aufgestockt. Jetzt flattern die ersten Bescheide ins Haus. Eine gute Sache, möchte man meinen. Leider fallen die zusätzlichen Beträge meist mickrig aus. Christiane Mühlbauer aus Bayern gehört zu den wenigen Rentnern Deutschlands, die nun endlich einen Grundrentenbescheid in ihren Händen halten. Doch die 73-Jährige ist bitter enttäuscht. Laut Bescheid wird sie gerade mal 5,59 Euro im Monat zusätzlich bekommen. Netto beträgt ihre Grundrente sogar nur 4,97 Euro. Das war ein totaler Schock. Und dann
dann ist es umgeschlagen auf Wut, weil ich mir denke, dass ich mir mehr wert bin wie 4,97 € Grundrente. Und es sollte eine Lebensleistungsrente sein. Eigentlich. Dabei klang das Versprechen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil doch so vielversprechend für Rentner wie Sie. Wer sein Leben lang gearbeitet hat, ist auch im Alter abgesichert. Und er gehört und Sie gehören zur sozialen Mitte unserer Gesellschaft. Die Worte klingen für Christiane Mühlbauer nun wie Hohn. 35 Jahre lang hat sie überwiegend ganztags als Arzthelferin gearbeitet, einen Sohn großgezogen. Ihre Rente betrug gerade mal 936 € netto. Das reichte kaum zum Überleben. Deswegen musste sie sich jeden Monat 300 € dazu verdienen. Doch das lässt ihre Gesundheit nicht mehr zu. Deshalb hoffte sie auf die Grundrente. Doch die knapp 5 € zusätzlich im Monat helfen der Alleinstehenden nicht weiter. Das heißt, dass ich Existenzängste habe. Ich habe Angst, dann meine Wohnung zu verlieren. Und das kann es ja nicht sein nach einem arbeitsreichen Leben. Die Grundrente soll ein Zuschlag auf die Minirenten von Geringverdienern sein. Voraussetzung sind mindestens 33 Versicherungsjahre durch Arbeit, Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen. Der Verdienst muss zwischen 30% und 80% des Durchschnittslohnes liegen. Und es gibt eine Einkommensprüfung, die über die Finanzämter erfolgt. Doch die Datenübermittlung scheint sich hinzuziehen. Denn obwohl das Gesetz schon zum 1. Januar 2021 in Kraft trat, begannen die ersten Auszahlungen erst Mitte Juli. Nach und nach würden alle Bescheide verschickt, so das Versprechen der Bundesregierung. Heißt im Klartext, die meisten Rentner warten noch und viele werden dies bis Ende 2022 tun. Für Rentenberater Christian Lindner ist der Grund für die Verzögerungen der hohe bürokratische Aufwand. Die Deutsche Rentenversicherung Bund beispielsweise hat für die Grundrente etwa 3.500 neue Mitarbeiter einstellen müssen. Und die technische Umsetzung kostet auch viel Geld. Die Finanzverwaltung muss ins Boot geholt werden, damit die Daten von dazu geliefert werden können. Und nach Zahlen, die ich jetzt in Erinnerung habe, kostet die Grundrente von der Verwaltung her im Jahr ungefähr 400 Millionen €. Damit werden Leistungen in Höhe von etwa 1,3 Milliarden Euro an Grundrentenzuschlägen erbracht. Diese Höhe der Verwaltungskosten im Vergleich zur erbrachten Leistung, das steht in überhaupt keinem Verhältnis. Doch sind die hohen Verwaltungskosten gerechtfertigt, wenn Rentnerinnen wie Christiane Mühlbauer am Ende doch nur Kleckerbeträge bekommen? Die Modellrechnungen der Bundesregierung zur Grundrente sahen ganz anders aus. Der Bundesarbeitsminister stellte zum Beispiel in diesem Prospekt eine alleinstehende Verkäuferin aus Dresden vor. 49 Jahre gearbeitet, auf ihre Rente von 977 € kommt bei ihr noch eine Grundrente von 204 € dazu. Klingt schon besser. Doch die vorgestellten Fälle sind allesamt nicht real. Auch der Sozialverband VdK startete eine bundesweite Recherche. Also die Realität unserer Mitglieder ist schon, dass die Enttäuschung extrem groß ist, weil viele eben 5, 10, 20 € mehr bekommen. Manche bekommen natürlich auch vielleicht mal 70 oder 100 € mehr, aber das ist eher die Ausnahme. Eine Verfassungsbeschwerde hilft Rentnern wie Christiane Mühlbauer wenig. Sie brauchen jetzt Hilfe. Doch eine Grundrente von 5 € bringt sie nicht aus der Armut raus.